Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dungeons mit mir, Dead Engineer, und dem Tramp Harley. Genau, wir sind mal wieder hier und wir wollten mal schauen, dass wir jetzt die Story progressen oder halt in der Reihenfolge, wie die Missionen vorgesehen sind, jetzt mal bis zum Ende vordringen. Genau. Ja, wir kommen gerade aus einer sehr ernüchternden, aus sehr zwei ernüchternden Folgen Grounded, aber where the arch villager builds monstrous machines that devastate the villages of the overworld. He must be stopped. Strike with everything you've got and raise this forge to ruins. Okay, kurze Cutscene. Ja, das führt uns wieder zu Minecraft Dungeons, das wollte ich sagen. Ja, genau. Ja, Grounded wurde erfolgreich nicht großartig, was unsere Serverprobleme angehen, gepatcht. Dementsprechend ist das im PC Xbox Crossplay leider immer noch keine wirkliche Option. Nope. Leider nicht. So. So schön und gutes Spiel eigentlich ist, aber so bringt das leider nichts. Ja. Na, wo ich mal sehen, wann irgendwann die Tage wieder einen Stream anmache, ist für hier Titanfall. Mhm. Auf der PS5. Das sah wirklich gut aus. Ja, meine Probleme noch ein bisschen wieder mit Controller M sahen dann nicht so gut aus, aber das Spiel sah sehr gut aus. Ja gut, aber das ist ganz ehrlich, sobald ich ein, zwei Tage wieder PC spiele und nicht mehr in der Konsole bin, da geht es mir genauso. Ja. Ich bin eigentlich, also ursprünglich bin ich ja eigentlich sogar Xbox, sozusagen. Aber irgendwie liegt mir Maus und Tastatur auf mir. Ja, klar. Also jetzt, was Shooter angeht, sowieso. Generell bin ich ja auch mit der PS1 oder 2 gestartet. I believe so. Mhm. Ja. Xbox haben wir auch gespielt, 360 sehr viel. Also Konsolen hatten wir eigentlich auch schon immer gespielt. Nee, das stimmt gar nicht. Bevor ich eine PS2 habe ich immer bei Felix gespielt. Ich habe ja noch ein GameCube. Irgendwie so. Ja, bei mir war es halt 360. Ja, die hatten wir dann schon wo wir COD gezockt hatten. Das war cool, die habe ich immer noch. Ja, ich habe meine 360 auch noch. Aber es hat halt... Ich liebe die 360 trotzdem, obwohl es meine dritte sozusagen war. Okay. Dieser bekannte Red Ring of Death, der war natürlich nicht so der Burner, aber naja. Okay, also gegrillt hat's mir keiner. Doch, bei mir hat's zweimal gekriegt. Einmal auf Bilanz und einmal musste ich 100 Euro zahlen. Das ist belastend. Oh, ich bräuchte einen Revive. Ich müsste jetzt mal wieder rauskommen. Da habe ich mich wohl in die Luft sprengen lassen. Danke. Aber sonst die 360, die war, hatte ich so schöne, coole Zeiten damit, das war echt. Ja, bei uns, ich hatte halt zeitgleich meine PS3. Das Ding war, die 360 war halt so die Familienkonsole, die stand im Wohnzimmer. Und ich habe mir halt, glaube ich, nicht sehr lang danach halt eine PS3, wo wir die hergeholt hatten, eine PS3 geholt, dass ich halt in Ruhe selber zocken kann, weißt du? Mhm. Dementsprechend war die PS3 schon eher meine, so ein bisschen. Ja, bei mir war es relativ lang so, dass die 360 auch die Familienkonsole war. Ich hatte lange selber, in dem Sinne, es war meine, aber die war halt auch im Wohnzimmer. Ja. Ich habe lange ja selber
nur PC gehabt zum Spielen. Die Konsole war immer nur so Familie. Ja, das ist Familie, kann ich auch nicht sagen, aber halt, ich muss halt immer ins Wohnzimmer dafür. Ja, das ist dann schon etwas problematisch. Das ist natürlich nicht so extrem viel wie am PC im eigenen Zimmer. Ja, meinen ersten eigenen Rechner hatte ich, glaube ich, später bekommen. Das müsste mein allererster Laptop gewesen sein, der irgendwann mal gestorben war. Ja, ich habe auch mit einem Toshiba-Laptop als damals angefangen. Meiner war von HP, glaube ich. Oder HP. Glaube ich, ja. Ja, für Skyrim hat er gerade so gereicht, aber mehr nicht. Da war mal PS3, glaube ich, ähnlich stark. Ja, ich weiß gar nicht, bei mir. Bei mir hat's. Ah, was haben wir drauf gespielt? CS 1.6. Hm. Typisch natürlich. Ja. Na, ich habe nachgeguckt, das erste, was ich hier auf Steam gekauft habe, ist Terraria. Müsste, glaube ich, auch Counter-Strike gewesen sein. Und das, dass ich das früher so oft gespielt habe, also 1.6 habe ich gefühlt richtig viel gespielt. Ja gut, CS habe ich auch gespielt, aber nicht viel, glaube ich. Ich habe früher auch ziemlich viel Crossfire gespielt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Sag mir Namen ein bisschen was, ja. Ist auch so was ähnliches wie Counter-Strike. Aber das war halt Free-to-Play. Ich dachte, es kann sein, dass es von demselben Verein Crossfire X derzeit gibt, ja, in ja. Entwicklung. Ja. Weil das sah ja dann eher aus wie COD Battlefield in besser, vielleicht, Fragezeichen. Lass es ein Mix aus Counter-Strike und COD sein, ja. Okay. Ja, genau, also die Multiplayer-Entwickler sind wieder dabei und die Story macht ja Remedy. Ah ja. Also wird, glaube ich, ganz gut. Ja, glaube ich, ganz gut. Und dadurch, dass wir im Game Pass sind, können wir das ja auch spielen. Okay, fair enough. Ich muss mal kurz Health regenerieren gehen. Ich kann dir auch ein bisschen Health geben. Ah, du hast ja hier Aura, danke. Bin auch gespannt, ob das neue Stalker... Ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall ist da ein Riesenhaufen Gegner um mich rum, die mich nicht in Frieden lassen wollen. What the fuck? Man kann sich aber nicht selbst in die Luft sprengen, das wäre minder. Oder es waren diese Penner da. Alter, was ist denn hier los? Da wundert es mich auch nicht, dass ich in die Luft gesprengt wurde, danke. Alter! Boah! Ah, zumindest wissen wir jetzt, woran ich gestorben bin. Alter! Lebst du noch? Ah. Ja! Wo ist der Caster, der schuld an der Sache ist? Da ist einer der Caster. Wie viele gibt es denn davon hier? Uff. Ja, was wollte ich sagen? Stalker? Hast du Stalker mal gespielt? Ich glaube, es alte tatsächlich. Also. Ja, ich fand es das sah damals auch schon richtig gut aus. Also, mir hat es Spaß. Das neue sieht auch fett aus. Das neue wird wieder ein Meilenstein, also grafiktechnisch jetzt, glaube schon. Ja, ich ja. Werde es mir auf jeden Fall auch angucken. Ist ja auch ein Game Pass mit dem her. Ja. Na, was ich jetzt ganz froh war, dass es auf PS5 im Plus-Ding war, PS Plus, war Control. Das ist zwar auch im Game Pass. Allerdings will die Game Pass Version mir kein DLSS ermöglichen. Und das RTX wollten sie auch erst gar nicht machen. Dann
Weiß ich nicht mehr, was ich getan habe, dann ging das zumindest, aber DLSS will nicht. Keine Ahnung. Ja, das sind bloß auch noch drin, sowohl jetzt eigentlich ein Microsoft-Spiel ist und was. Ja, technisch ist es drin, es ist bloß ausgegraut, weil irgendwie die stärkste Nvidia-Grafikkarte braucht kein DLSS oder keine Ahnung. Und gerade bei Dingen in 4K brauchst du es halt. Da spielst du wahrscheinlich ohne DLSS in 20 FPS gefühlt. Ah, so also 30 rum, aber auf jeden Fall nicht so gut, wie es gern sein sollte. Naja, jetzt spiele ich es halt auf der PS4. 5, 4 habe ich jetzt keine mehr. Ja, finde ich krass. Hätte ich nie gedacht, dass sie das... Aber da merkt man einfach, dass Microsoft da schon ziemlich offen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil Remedy ist ja... gehört ja mal zu Microsoft, von dem her... Ah, genau. Ah, das sind gebuffte Gegner, da müssten wir eigentlich den, der sie bufft, erst erledigen. Ah nee, das sind die, die einfach nur so überpowered sind, glaube ich. Ich glaube, da gibt's gar keinen Schuldigen für. Das letzte Quäntchen Leben ist schon heftig, bei denen wegzukommen. Ja, vor allem, wenn sie wegrennen. Ja, sowieso. Oh, what the fuck. Wo müssen wir denn überall hin? Wir müssen... What the fuck? Was ist hier los? Lass mal verschwinden hier. Oder auch nicht. Lass mal sterben hier. Holy shit. What the fuck? Schwierig. Schwierig. Alter, der Golem hat aber auch ewig viel Leben. Nice, dass es geschafft ist daraus. Danke. Jetzt bin ich darin. Alter. Oh Gott, weg hier. Geh auf... Also, ich weiß nicht. Vielleicht auf Pfeile gehen oder so. Ah, zumindest hat er sich da verbleibt. Yes. Komm, geh down, please. Ah, puh. Danke fürs Reviven. Also, das war heftig. Ah, das ist dieses Ding. Okay. Ich kann schwören, wir haben ein ganz ähnliches Level schon gespielt. Ja. Aber das hier war noch notwendig für Story Progress. Ich glaube aber nicht, dass es das hier war. Das war auf einer Ebene. Es war nicht auf sozusagen mehreren Ebenen. Ja, ich trigger das da. Raus da aus dem Slot. What the fuck? Ich stand doch auf dem Gehweg und nicht auf der Straße. Willst du mich verarschen? Bräuchte nochmal ein Revive. Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt. Danke. Oh. Uff. Uff, uff, ja, was sagst du? Da spreng du dich mal in die Luft. Du willst da ganz schnell von der Versenkung weg, wenn du es triggerst. Ja, wie aktiviert man das überhaupt? Viereck oder Dreieck? Diesmal habe ich es überlebt, aber ich glaube, wenn du hier an der Kante stehst, gehst du trotzdem drauf. Okay. Hatte ich das Gefühl. Hey, warum ist da drüben noch ein? Weil wir den wohl übersehen haben, I guess. Wie direkt neben dran, what the fuck? Oh Gott. Der funktioniert nicht, der verlässt dein Schild nicht. Was?
Der ist, glaube ich, in deinem Schild stecken geblieben. Ach was. Die Explosion ging halt nur so weit wie das Schild. Wo müssen wir lang? Das ist ja voll das geile Ding. Müssen wir nachher mal ausprobieren. Warte, ich probiere es nachher aus. Ja. Hier kannst du es ja mal noch placen. Oder... Ja. Ja. Funny. Nice Mechanik auf jeden Fall. Achtung. Hä? Weiß ich, welche Taste es ist. Ich krieg's nicht getriggert. Welche Taste ist es bei dir? Ah. Ah ja, doch. Doch, okay. Das ist ja funny. Haha, dass du die blockieren kannst, ist nice. Oh, oh, ich glaube, wir wollen in die andere Richtung. Achtung, der spawnt wieder Minen. Und Toast. Puh. Nice. Muss die Spitzhacke loswerden als Waffe. Mhm. Die ist nicht so das Wahre, glaube ich. Achtung. Oh wow, da habe ich das TNT ja komplett in die falsche Richtung geworfen, wenn ich mir dazu angucke hier. Hier sieht man auch voll lauter Effekte in das Spiel nicht mehr. Level auf Spiel. Puh. So. Aber irgendwie befriedigend. Auf jeden Das scheint relativ, wie soll man sagen, gut gebalanced zu sein. Auch wenn man dann hin und wieder doch ein bisschen dirbt, aber passiert. Oh, nein, nein. Laserpointer. Oh, wo ist der? Hast du was Gescheites bekommen? Wenn ich mich drauf mache, ich muss gleich mal gucken. Ich glaube nicht. Ich glaube, da war nichts besser als mein aktuelles Gear. Aber ich guck mal kurz. Falsche Taste. Nein. Weiß ich noch, welche Taste das war. Pfeil hoch. Rüstung nur deutlich schlechtere. Bewaffnung auch nichts Erwähnenswertes. Ja, ich muss mal kurz, ich muss auch mal kurz ausmisten. Ja. Schade. Kann ich noch irgendwo Verzauberungen reinstecken? In die da vielleicht. Ja. Salvage ist X. Das ist X. Da war nichts dabei. Na gut, vielleicht habe ich ja irgendwas in der Schmiede. Vielleicht hat der was im Angebot. Stimmt. Das kann sein.
kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich reingegeben habe, aber... Ich weiß es auch nicht mehr. Möglich wär's, da gibt's nichts. Ich glaube, ich habe da noch was drin gehabt. Da ein Hammer, naja. Achtung, Sprengstoff. Wow. Ziemlich schlechter Bogen, wenn wir so. Ach so. Weißt du, wer nicht geguckt hat, wann er angefangen hat aufzunehmen? Ja, du. Ja, wobei, wir machen es ja eh, glaube ich, missionsbasiert. Ja, wir haben es noch komplett durchgezogen. Ja, von dem her. Sollte das okay gehen. Ist das dir gar nicht so gut? Da geht die Folge ein bisschen länger. Na, worüber ich auch nachgedacht hatte, aber da bin ich zum Schluss gegangen, das mache ich lieber für mich selber. Spider-Man. Ja, Spidey ist halt schon... Schon fettes Game, so ist es nicht, aber... Aber es ist halt zur Hälfte auch Collectibles sammeln. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das in einem Let's Play tun würde wollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das mache ich für mich selber. Musst du wissen. Also ich finde es ganz interessant. Also ich habe es zum Teil ja, habe ich dir glaube auch geschrieben, beim Kronk mal angeguckt. Ja. Fand ich eigentlich ganz cool. Also kann schon cool sein. Ja, hey, ich spiele es auch super gern. Aber es ist halt, wie gesagt, ewig viel Collectibles. Ja, das ist, also diese Spiele sind einfach so. Ja, ja, ja. Ich weiß noch nicht, ich überleg's noch. Jetzt fange ich mal mit Astros Playroom an und dann sehen wir wieder. Ja, das auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt. Das habe ich noch nicht angeguckt, das ziehe ich bei dir rein. Gut, gut. Ich habe nur also Tests von Game 2 mal gesehen, wie das so aussieht. Ja, also wenn man PlayStation Fan ist und ungefähr die Hälfte der Produkte besessen hat, dann sind die Hommages und gerade auch die vielen Spiele, die sie integriert haben, super. Kann ich mir vorstellen. Was ich mir vielleicht für YouTube auch vorstellen könnte, wäre... Ratchet & Clank Rift Apart oder sowas? Was das, was rauskommt? Bin mir gerade nicht sicher. Wieso ist es gleich, ja. Weil da halt die Frage ist, wie sehr man sich konzentrieren muss. Ich ja, weiß ich es nicht. Finde ich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm. Aua, nein, aua. Naja, werde ich mir mal bei einem Kumpel reinziehen und dann überlegen, ob ich es mir selber hole. Mhm. Weil der zieht sich glaube ich auf jeden Fall. Du wirst gerade umzingelt von diesen Kugelviechern. Wollte ich mir mal gesagt haben. Ich hab's irgendwie überlebt. Frag mich nicht wie. Ja, ist gut. Oh, nein. Ja gut, Pfeile hatte ich zumindest genug, um noch zwei Bosse zu machen. Er wäre nämlich jetzt da. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Boah, der hat mir sogar einen geilen Hammer gegeben. Der hat mir auch irgendwas auch gegeben, aber leider ist die Rüstung nicht so. Ja. Ist
Stormlander. Bam. Das sieht doch ganz gut aus. Hm. Ja gut, die Enchantments sind mittelmäßig. Der Hammer sieht geil aus. Ja. Ja, musst du überlegen. Also ich finde es auf jeden Fall alles interessant. Also wie gesagt, so eine Abwechslung, das hat man nicht alle Tage. Ja, dass wir halt vieles anbieten, ist das schon richtig. Ja, du musst auch ein bisschen einteilen, das kannst du natürlich nicht alles machen. Ja, nee, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ich meine, spätestens am 15. geht wieder regulär los. Ja. Dann wird es eh interessant. Zumal das eines der volleren Semester werden dürfte. Gut, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Aber du auch, Fragezeichen? Nein. Okay. Ich schon. Ich bin, glaube ich, nicht. Also 100% falsch scheint es nicht zu sein. Okay, hier muss ich auf dich warten. Ja, ich hatte noch ein, zwei Gegner gefunden. We are victorious. Yes. Yes. Okay. We are. Dafür, dass ich am meisten gestorben bin, habe ich am wenigsten Schaden genommen. Okay. Das ist ja fragwürdig. Heilungsamulett. Okay. Wir checken mal ganz kurz die Merchants, ob die irgendwas haben, was ich haben will. 41er Dagger klingt nicht schlecht. Das ist besser als das, was ich gerade gedroppt bekommen habe. Nehmen wir. Ich habe auch was gedroppt bekommen, was passt eigentlich sogar. 41er Dagger. Oh Gott. Puh. Muss mal kurz auf den hier einhämmern. 51 Schaden. Ja gut, der macht halt 139. Müssen wir mal on the field ausprobieren. Village Merchant, was kannst du? Rüstung. Welches Level hat meine Rüstung? 41. Ja gut, da hat er nichts Besseres. Blacksmith, die habe ich nicht übergeben. Das hilft nicht. Gut, hast du noch was? Machen wir beim nächsten Part. Okay, dann damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Bye.